Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Planet Zoo im Pausemodus. Denn die erste Folge wird jetzt erstmal Shopping, Shopping, Shopping. Ich hatte keine Zeit, die Tiere im Off zu verkaufen. Das heißt, das werden wir jetzt gleich sofort tun, nachdem wir hier mal ein bisschen abgearbeitet haben. Und damit uns nicht irgendwas in die Quere kommt, habe ich das Spiel jetzt komplett pausiert. Das heißt, wir können jetzt das, was hier ansteht, mal eben abfrühstücken. Tierpfleger. So, die werden jetzt gleich erst sich hier bewegen. Im Park befindet sich ein falsch platziertes Bildungselement. Gut, das war ja die Niala-Geschichte. Ja, das war ungünstig. Naja, so, okay. Das heißt, wir gehen jetzt in den Tierhandel. Und wir können ja nichts mehr holen, weil wir keinen Platz mehr haben. Das bedeutet, krass. Ihr habt mir auch geschrieben, das ist völlig normal. 4 bis 6 Junge ist gar kein Problem. Und es ist wahrscheinlich genauso, wie ich gedacht habe. Also bei den Wölfen sind ja auch viele Junge, nur letztlich durchkommen. Tut vielleicht 1, 2 maximal, ne? Masse statt Klasse, ne? Das ist das. Gut. Das bedeutet, ich werde mir jetzt die Tierchen einzeln mal anschauen und gucken, was wir dafür nehmen können. Der ist nahezu perfekt, außer seine Größe. Das heißt, wir gucken jetzt mal Erdferkel. Wir werden jetzt alle Tierchen durchgehen. Ah, hier sind wieder ganz viele. Okay. Erdferkelchen. Was haben wir denn hier? Es werden sogar 5000 für ein Nobody. Ja, Nobody kann man nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So, und eine goldene kriegst du für 221. Hier ist ein Junge. Warum sind hier die... Achso, weil ich die Nialas noch drin habe, ne? Ja. Raus mit denen. Ich will jetzt nur die Erdferkel. So. Da haben wir auch nur den als goldenen. 4595. Der hat aber keine gute Langlebigkeit. Unserer ist gar nicht besser. Der hat hier 2 mal 100, ne? Aber mit 4500 können wir es einfach mal versuchen. Handeln. Keine Ahnung, ob den einer will, aber vor allen Dingen für den Preis. Wir probieren es einfach. So, dann Gepard. Ja, wenn wir uns so im 800er Bereich bewegen, hier ist 750. Versuchen wir es mal. So, du bist... Ich glaube, dich handeln wir so, wie es da steht. Ach, guck mal. 895. Da würde ich, keine Ahnung, 560 haben wollen. So funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Du bist... Autsch. Vielleicht will ich jemanden für 250... Einfach mal gucken, was die Leute bereit sind zu zahlen. Ich mache mal für 750. Weil nur Silber. Fehlgeschlagen.
Warum? Jetzt darf man nicht mehr so viele Tiere handeln. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, es gibt es auch noch ein Limit, wie viele Tiere im Handel sein dürfen. Ja, du bist ja... Ups, nee, das... Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Die restlichen Werte sind ja okay. So, dann haben wir die Geparde. Dann kommen jetzt die Nilwarane. Irgendwas ist auch schon verkauft worden. Nee, ist nicht verkauft worden. Ich habe ja die 100 beim Starten bekommen. Jemand. Aber das ist jetzt unser Startwert im Prinzip. 2025. Wenn irgendwas passiert, dann kriegen wir es mit. So. Also die werden definitiv teurer gehandelt. Da kann ich 1000, wenn wir mal ein Weibchen haben. Hier ist auch Weibchen. 1000, wenn es gut ist. Ansonsten 240. Es sind schon viele. Oh, hier ist einer für 100. Ein Männchen. Aber ansonsten bewegen wir uns hier in kleinen Schritten. Ja. Also die können wir, wenn wir ein goldenes haben, können wir da ein bisschen mehr draufschlagen, aber ich glaube 150 ist so das Maximum, was hier geht. Okay. Zweite Seite. Bis natürlich nichts verkauft ist, können wir auch nichts kaufen. Schade eigentlich, ne? Der ist so gut. Ja, dann machen wir mal 150. Also alles, was gut ist, machen wir mal 150. Und ansonsten machen wir Abstriche. Der ist auch gut. Versuchen wir es einfach mal. Der ist auch gut. Auch gut. So, jetzt bin ich bei ihr gespannt. Ja. Da ist jetzt die Frage, ob wirklich einer die für 1000 haben wollen würde. Ich mache mal glatt 1000. Keine Ahnung. Die ist auch schon alt. Also es kann auch echt passieren, dass jemand so schlau ist. Nicht wie ich. Oh, guck mal, da oben habe ich auch schon vercheckt, dass der so alt ist. Ja, ups, nee, nicht 1000. Nein, nicht 1000. Das ist, dass man das nicht normal korrigieren kann, ne? So. Dann haben wir das. Den will ich ja noch behalten, der kommt dann da noch rein. Ich weiß gar nicht, ob der damit rein darf. Ich glaube, ich muss die austauschen. So, jetzt haben wir die Schneeleoparden. Wo haben wir sie? Da. Eins, sechs. Ich habe jetzt nicht geguckt, was unsere haben. 1000. 2,5. Also wir können es mit 1000 versuchen. Wenn es goldene sind, ich weiß es jetzt nicht. Er ist... Okay. Der ist eigentlich okay, bis auf die Größe, die ich aber zum Beispiel nicht relevant finde. Also ich finde die unteren drei Kategorien weitaus wichtiger für das Tier. Ich meine, wenn es kleiner ist, okay, Pech gehabt, aber wir versuchen es mal mit 1000. Autsch.
Autsch, das tut weh, 0%. Und die anderen Werte sind so gut. Aber wenn sie sich nicht fortpflanzen kann, ist sie wertlos. Im Prinzip, ja, ein Weibchen, das sich nicht fortpflanzen kann, ist wertlos. Klingt das zu hart? Ich meine, eigentlich geht's ja darum, dass du dir Tiere anschaffst, um zu züchten und alles. Ich hätte sie jetzt gern für 500 reingestellt. Ich habe nur die Vermutung, dadurch, dass sie keine Fruchtbarkeit hat, dass sie für 500 niemand möchte. Weil die anderen Werte sind gut. Ich will sie halt nicht zu günstig. Wir probieren es mal mit 500. Ich glaube aber, dass das nicht so gut läuft. Okay, so, dann haben wir hier Wölfe, wobei Aja leider kurz vorm Exitus ist. 28 Tiere sind 2 verkauft. Aber wir haben nichts. Ah, jetzt haben wir was bekommen. 500. Ja. Sind eventuell 2 Warane gekauft worden. Das kann sein. Hier sind nämlich 2 hochgerutscht. Ah, schön. Dann haben wir 2 Slots frei. Wir müssen nämlich jetzt gleich dann auch nochmal gucken, was... Wir brauchen einen neuen Wolf. Einen neuen Partner. Das war, glaube ich, das. Wir brauchen Nialas. Aber eins nach dem anderen. Ich glaube auch, ich werde den Okapi direkt austauschen. Einfach damit hier Platz ist. Das ist Verschwendung, den hier sitzen zu lassen. So, jetzt haben wir die Wölfe. Wo man natürlich direkt nach einem neuen gucken könnte. Ich gucke aber mal ganz kurz. Sekunde. Hier ist ja nur noch ein Weibchen drin, ne? Lass mich gucken. Ja, ein Weibchen ist hier drin. So, das heißt, wir brauchen dringend dann ein Männchen. Also wenn ich jetzt ein Männchen sehe, wie zum Beispiel ihn. Gibt es noch einen perfekteren? Nein, es gibt gerade nichts anderes. Wir nehmen ihn einfach. Das hätte man vorher gucken können, aber es haut hin. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den nicht, zu schnell, aus Versehen wieder in den Verkauf gebe. So, wir haben hier einen guten Wolf für 500. Hier 2000. Das wird, glaube ich, nicht hinhauen. Nee, und da war es auch schon. Okay, also mehr gibt es auch nicht aktuell. Ich weiß nicht, warum es die Wölfe aktuell nicht so gut geht. Hier gibt es einen für 1000, aber der ist auch schon 12 Jahre. Also junge Tiere für 2000. Ältere günstiger. Und bei Aja, guck mal, wir haben hier nur Männchen. Wenn ich Aja für 1000 reinstelle als goldene Wölfin, obwohl sie so alt ist, könnte es echt sein, dass die jemand haben möchte. Weil die beiden sind, ne? So, was ich jetzt aber zuallererst mache. Das ist Aja. Wo ist er? Da, Handelszentrum. Den verlegen wir jetzt direkt in die Quarantäne. Hat das geklappt? Also ich muss gucken, dass ich ihn nicht verkaufe. Sonst gibt es Stress. So, Ontario. Ich weiß nicht, ob ich da einfach mal 1000 versuchen soll.
Da war ein guter für 500, der war aber schon alt. Und die Jungen für 2000. 2000 finde ich echt hart irgendwie. Aber vielleicht ist ja mit 1000. Weiß ich nicht. So, sie. Sie ist halt schon echt alt, ne? Wobei sie irgendwie noch könnte. Was? Irgendwas ist wieder verkauft. Ich würde sie auch einfach mal für 1000 reinstellen. Weil sie auch echt gute Werte hat. Sie ist aber nun mal schon alt. Mal gucken. So, dann haben wir Löwen. Waren die nicht lustigerweise ziemlich weit oben? Hört man das eigentlich, wenn ich ins Mikro atme? Ich weiß das nicht. Ich hoffe nicht. Hä? Ach, wow. Waren die nicht eigentlich oben? Ja. So. Hier werden gute Tiere für 3000, für 1,3. Oh, der ist auch schön. Für 4000. Oh, der ist aber auch... Seht ihr, das ist das, ne? Da hätte ich jetzt auch Skrupel, die für zu billig zu verschachern, weil die Werte einfach top sind. Okay, also heiß im Rennen sind eher die... Aber wenn wir eine goldene haben... Ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, wir haben ja sogar eine Tochter. Wenn die Werte gut sind, können wir tatsächlich versuchen, die für 1,3, 1 zu verkaufen. Und wir haben einen Löwen. Der hier wird auch für 3 angeboten. Für 1,2... Ja, ich halte 1,2 eigentlich für... Das halte ich für... Wer kauft denn das? Das ist... Halte ich schon für ein bisschen übertrieben. Wo sind eigentlich die 10.000er-Gebote? Die habe ich noch gar nicht heute gesehen. Wo ist er denn? Vielleicht ist das immer derselbe Spieler, der immer alles für 10.000 eiskalt reinstellt. Bäm! Friss oder stirb. So, aber ich glaube so... hier 1,3 und auch der Löwe für 1,3. Wir gucken einfach mal. Der ist schon sehr schick. Der wird auch für 1,328 angeboten. Ja, machen wir jetzt so. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich weiß nicht, ob es zu billig ist. Die hat 9000 Bewertungen, die ist natürlich top. Die ist schon bei 1,8. Sollen wir mal 2,5 versuchen? Ich weiß es nicht. Weil wenn schon das Spiel sagt 1,8, dann kann ich sie nicht für 1,3 verkaufen. Das wäre dann tatsächlich unter Wert. Aber die hat 9000 Bewertungen, die ist schon gut. So, wir haben hoch. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ist wieder was... Oh, es ist irgendwas verkauft worden. Oh, hier. Mandala ist weg. Schade, dass man keinen Verkaufsverlauf hat, dass man irgendwie weiß, okay, der und der ist jetzt weg. Okay, ich wollte dich verlegen. Mein Gott, schwierig. In die Quarantäne. So, ich glaube, dann haben wir es nämlich jetzt. Spiel muss weiterlaufen.